Gestern hat Giants noch einen Stream gemacht anlässlich der Gamescom, wo sie ja selbst das Spiel gespielt haben und haben noch die ein oder andere Neuigkeit dabei gezeigt bzw. enthüllt, zusätzlich zu denen, die schon in dem Gameplay-Trailer enthüllt wurden. Unter anderem neue Maschinen, neue Funktionen und auch offene Fragen, die noch nach dem Gameplay-Trailer offen waren, wurden jetzt hier teilweise beantwortet. Die erste neue Sache hierbei ist ein Anhänger für den Traubenabtransport. Wenn ihr also mit dem Vollernter die Trauben geerntet habt, gibt es hier so einen von der Marke Fuhrmann, einen Anhänger, wo wir die Trauben reinkippen können. Zudem ist da vorne noch so ein kleiner Steier. Das ist auch eine neue Maschine, neuer Traktor. Ja, ist ein schicker Anhänger. Kann man schick da die Trauben reinladen. Bisschen schade, dass es keine Zucker gibt. Aber ich denke, es wird nicht lang dauern, bis die ersten Modder dann hier irgendwelche Zucker gemoddet haben, die man auf einen Anhänger stellen kann, wo man dann auch mit abfahren kann. Aber dennoch ist es schön, dass es ja so einen modernen Anhänger auch gibt. Kann man eher klassisch oder auch modern spielen, wie man es möchte. Hat jeder die Wahl. Eine kurze Anmerkung auch noch zu den Rehen. Die springen da einfach aus dem Gebüsch und laufen überall rum, wo sie gerade wollen. Auch aufs Feld, wie wir es aus Catline Crops beispielsweise eh schon kennen. Ja, und dann wären wir hier jetzt quasi an der Stelle, wo wir die Trauben abliefern können. Und hier wird dann Traubensaft aus denen gemacht. Ist eine Produktionskette so gesehen. Und ja, je nachdem, wann wir die Sachen hier abliefern und dann weiterverkaufen, bekommen wir unterschiedlich viel Geld dafür. Stellt euch vor, es ist mitten im Winter, ihr wollt jetzt Trauben essen. Wenn ihr in den Laden geht, kauft euch Trauben, sind die Trauben teurer, ja, weil die gibt's bei uns in Deutschland nicht, die müssen von weiter weg transportiert werden. Und so ist es auch hier. Das, was Mangelware ist zu einer gewissen Jahreszeit, wird dann zu der Jahreszeit auch mehr Geld bekommen. Klar ist, der fertige Traubensaft, der ist haltbar, ja, den kann ich auch noch im Frühjahr verkaufen. Wo ich mir nicht so sicher bin, wobei ich denke, das wird kein Problem sein. Die Trauben auf dem Anhänger, wenn wir die zu Hause irgendwo einlagern, ich denke nicht, dass die irgendwie im Silo verderben. Die werden da einfach drin liegen, kannst du wieder auspumpen und kannst du dann irgendwann zu Traubensaft verarbeiten. Wobei, da haben sie auch gar nichts Spezielles gesagt, ob die Verarbeitung zu gewissen Jahreszeiten was anderes kostet. Nur der Verkauf an sich, der ist geregelt. Zudem können Trauben nicht nur zu Traubensaft verarbeitet werden, auch Rosinen können wir herstellen. Und ihr seht dann hier eine neue Marke, Jungheinrich, ein Gabelstapler. Den können wir dann auch nutzen, um Paletten zu transportieren. Müssen wir nicht zwingend einen Frontlader nehmen. Neben dem Traubenvollernter haben sie auch die anderen Maschinen gezeigt, die im Gameplay-Trailer schon vorkamen. Unter anderem die Spritze. Und auch hier, weiß nicht warum, aber die Giants-Mitarbeiter haben zu der Spritze gesagt, dass man damit düngen kann. Dabei gibt's extra so einen schmalen Düngestreuer, um in den Weinreben zu düngen. Und es ist definitiv eine Spritze, um die Trauben zu spritzen. Mit Fungizide, Pestizide und so weiter. Ist ein bisschen jetzt verwirrend für mich. Wissen die das selber nicht? Oder ist es einfach so eine Game-Mechanik und ja, damit kann man jetzt halt einfach spritzen. Die nutzen das für Spritzen, damit kann man jetzt einfach düngen und nicht spritzen. Die nutzen das jetzt einfach für was anderes. Fände ich ein bisschen schade, aber einfach mal abwarten. Was auch gezeigt wurde, sehr genial,
Man kann an sein Haus gehen und anstatt die Zeit irgendwie ewig vorspulen zu lassen, kann man jetzt sagen, ich möchte jetzt für 2 Tage schlafen oder für x Stunden und dann vergeht die Zeit einfach und man ist dann direkt in einer Jahreszeit und einem anderen Tag. Spart sich damit sehr, sehr viel Zeit und kann den ganzen Wachstumsprozess beschleunigen. Weiter ging es dann mit einem Mähdrescher hier bei der Hirseernte. Und auch hier haben sie an den Texturen, wie das Stroh ausgestreut wird und wie sich das auf dem Feld niederlegt, einiges verbessert und optimiert. Da freue ich mich schon so richtig drauf, das dann im Spiel selber genießen zu können. Sieht schon schick aus. Auch viele schöne dekorative Objekte, wie hier jetzt eine Burg gibt's dann auf der Karte, auf der neuen französischen. Und hier und da verstecken sich auch noch weitere nette Gimmicks, wie beispielsweise ein alter Katapult. Was es auch wieder gibt, sind Collectibles. Die gibt's ja schon länger in LS. Nur konnte man in der Vergangenheit mit denen nicht wirklich was anstellen. Ich glaube, wenn man alle hatte, dann gab es einen Bonus. Jetzt ist es so, dass man jedes einzelne für sich nehmen kann und ähnlich wie eine Schallplatte in Minecraft kann man die dann in seinem Haus irgendwo reinstecken und kann dann ein kleines Spiel spielen oder sich irgendein Bildchen anschauen, irgendwie sowas in der Art. Da bin ich schon gespannt drauf, weil es halt einfach ein nettes Gimmick, so die Landschaft ein bisschen erkunden. Ja, und dann kommen wir jetzt auch schon zum Krubbern. Und hierbei wurde gezeigt, wie die Steine an die Oberfläche kommen. Es ist einfach random, dass ja hin und wieder mal Steine an die Oberfläche befördert werden, wie es in Realität ja auch ist. Beim Bearbeiten des Bodens kommen die nach oben. Und es ist so, dass beim Krubbern wenige und kleine Steine nach oben kommen, beim Pflügen kommen etwas mehr und etwas größere und beim tiefen Haken kommen natürlich die richtig großen Bollen nach oben. Ist natürlich auch logisch soweit. Die Steine liegen dann da, man kann die da prinzipiell liegen lassen, allerdings beschädigen diese Steine auch die Maschinen und führen zu erhöhtem Verschleiß. Ist klar, wenn ich irgendwie in der Kreiselege oder mit einem Krupper übers Feld fahre und dort den Boden bearbeite und ständig ist dann Stein, der gegen meinen Zinken schlägt oder auch der Boden ist allgemein ein bisschen sandig, dann habe ich einfach viel mehr Abrasion, Abrieb von meinem Metall und somit muss ich öfters mal die Maschine reparieren. Also gibt auch so Abscherbolzen an den Maschinen, wenn ein großer Stein kommt, ein richtig fetter Schlag, dass nicht die ganze Maschine zerstört wird, wird dann an der Maschine quasi der Bolzen zerstört. Das ist eine Sollbruchstelle in Realität. Wie weit es hier ist, ich denke, muss dann einfach zum Mechaniker fahren und muss die Maschine dann reparieren lassen. Um das Ganze aber zu verhindern, kennen wir hier schon unseren Steinsammler. Und da war bei mir letztes Mal so die Frage, schön gut, ich kann die Steine absammeln, aber was mache ich dann mit denen? Ich habe für mich schon eine Idee, was ich mit denen machen werde, aber das erfahrt ihr dann irgendwann Ende November, Dezember. Aber hier jetzt haben sie gestern gesagt, man kann die Steine verkaufen. Es gibt irgendwie so eine Art Müllhalde, nenne ich es jetzt mal. Da kann man die Steine hinbringen und bekommt dann ein kleines Entgelt dafür. Nicht viel, kleines, haben sie gesagt. Wie viel das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, es ist nicht sonderlich viel. Damit hätten wir diese Fragen auch beantwortet. Ja, und dann haben sie hier auch noch den Kaweco Saddle Track gezeigt, der als Frühbestellerbonus mit dabei ist, haben gezeigt, wie die Oberflächentextur sich verändert, wenn man hier den Boden mit Gülle düngt.
sieht ja auch so ein bisschen schön, wie dann der Boden glänzt an der Stelle, wo er schon bearbeitet wurde, durch die Feuchtigkeit eben. Ja, und das war's dann auch schon. Das waren alle Erkenntnisse, die wir aus dem Stream gestern gewinnen konnten. Ich hoffe, euch hat die kleine Zusammenfassung gefallen. Falls ja, dürft gerne ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, wenn es die nächsten News gibt. Macht's gut, bis dahin, euer Tis. Ciao, ciao.